Hallo und herzlich willkommen zur Frage der Woche am Freitag. Ich habe mir wieder eine Frage bei Facebook rausgesucht, die ich im Video beantworten werde. Und zwar geht es um das Thema Essen vor dem Training. Wie lange sollte man vor dem Training nichts essen? Ja? Und zwar fragt Ferox 44, hey Kolja, hab gehört, dass man 4 Stunden vor dem Training nichts essen sollte. Wieso, weiß ich jetzt nicht wirklich. Eine Möglichkeit, es zu testen, um zu sehen, ob sich was im Training verändert hat, habe ich leider nicht aufgrund Zeitmangels. Deshalb frage ich mal dich. So, also, das Thema, wann man vor dem Essen bzw. vor dem Training das letzte Mal was essen sollte, ist natürlich ein Thema, welches bis ans Ende aller Tage fleißig diskutiert werden wird, so wie jedes andere Ernährungsthema. Grundsätzlich ist es so, dass diese Frage recht einfach für jeden selbst zu beantworten ist. Nämlich, do something or change something and watch how you look, perform and feel. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel 30 Tage lang 2 Stunden vor dem Training immer noch was gegessen hast und du merkst, hey, deine Ergebnisse entwickeln sich super weiter, du siehst gut aus und du fühlst dich vor allem im Training gut, hast keinen Energiemangel im Training und so weiter, dann weißt du für dich, dass es vollkommen okay ist, 2 Stunden vor dem Training auch was zu essen und du nicht 4 Stunden vorher nichts mehr essen darfst. Ja? Grundsätzlich ist es natürlich schon richtig, dass man sich jetzt vor dem Training nicht irgendwie einen fetten Döner oder irgendwas reinziehen sollte. Oder so wie ich jetzt hier gestern Abend schön beim Onkel im Wald gewesen, da wo der wohnt irgendwo, keine Ahnung, und haben uns hier Fisch und so weiter gemacht mit auch ein bisschen Gemüseduft, ausnahmsweise auch auf dem Grill und so. Aber dann würde ich jetzt nicht direkt danach ins Training gehen. Warum? Nun, Nahrungsaufnahme und Nahrungsverarbeitung bedeutet ja immer für den Körper Energieaufwand. Ja? Und wenn jetzt der Speisebrei ja, durch die Speiseröhre dann zum Magen wandert und immer weiter und immer weiter, dann wird für diesen ganzen Prozess Energie und auch Blut benötigt. Das heißt, der Körper nimmt sich dann Blut, was normalerweise jetzt zum Beispiel in Muskeln ist und so, raus, um es für die Verdauung zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich ist sowieso wenig Blut in den Muskeln, wenn du sie nicht bewegst, ja, weil sie ja jetzt sozusagen nicht überlebensnotwendig sind. Muskeln sind ja immer nur dann wichtig für den Körper, wenn man sie braucht. Außer natürlich die essentiellen Muskeln wie der Herzmuskel und so weiter. Ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So, wenn ich also jetzt was gegessen habe und dann direkt danach anfange loszusprinten, ja, und irgendwie oder irgendwie Training zu machen, dann gibt es natürlich diesen Schutzreflex des Körpers, dass er in diesem Moment die Verdauung komplett anhält. Warum? Nun, das hat sich aus der Evolution so entwickelt. Denn wir mussten natürlich damals, vor ein paar Millionen Jahren und so, wenn wir irgendwie gerade mal was zu essen gefunden hatten, mussten wir das natürlich so schnell wie möglich essen. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass du auf einmal mitten beim Essen schon wieder rennen musst, weil irgendwie der nächste Löwe oder was auch immer da gerade hinter dem Dickicht gehockt hat, dir an den Kragen wollte. Und deswegen hat im Prinzip der Körper sich so entwickelt, dass er dann in dem Moment sofort alles stoppt, was die Verdauung angeht, ja, und dann diesen Fluchtreflex auslöst und du wieder voll auf Adrenalin bist und dein ganzes Muskelsystem und so weiter arbeitet, dein Herz ist auf Hochtouren und so weiter, der Herzmuskel pumpt, das ganze Blut fließt zurück in die Muskeln und so weiter. Das passiert im Training, ja. So, und dann, wenn du das Training dann vorbei hast, fühlst du dich meistens ziemlich träge, müde, hast einen dicken Kloß im Magen und das tut dir einfach nicht gut. Und deswegen ist es nicht gut, direkt vorm Training was zu essen. Aber ja, du musst auch nicht 4 Stunden vor dem Training das letzte Mal was essen. Du kannst locker auch 2 Stunden vor dem Training noch was essen, aus meiner Erfahrung. Vor allem Dinge, die sich gut verarbeiten lassen für den Körper. Also nicht zu fettreiche Speisen sind an dieser Stelle gut geeignet. Ja, einfach so eine kleine proteinreiche Mahlzeit zum Beispiel. Ja, ein paar Kohlenhydrate von mir aus auch gerne, halt nicht zu viele. Wenn man Carb-Backloading macht, wenn man sich ganz normal ernährt, dann kannst du auch zum Beispiel weißen Reis bevorzugen vor dem Training. 2
bis sogar eine Stunde, wenn es nicht zu viel ist, weil einfach dieser Reis auch sehr schnell verdaut werden kann und die Kohlenhydrate Energie liefern und sozusagen jetzt nicht deinem Körper dann ein großer Aufwand besteht, diese Nahrungsmittel zu verarbeiten. Ja? Wie man sieht, es gibt nicht immer eine einfache und simple Antwort, die ich dir geben kann. Am besten bist du halt, wenn du das Ganze selber testest, aber so von diesen Sachen wie, ich habe gehört, dass 4 Stunden vor dem Training... Dieses Ich habe gehört, das kannst du generell im Leben sofort in die Tonne treten. Ja, ich bekomme täglich irgendwelche E-Mails und irgendwelche Fragen von Leuten, die gesagt haben, ja, mein Lehrer für Geschichte oder meine Mutter hat das und das behauptet. Ja, und die haben alle keine Strandfigur. Ja, und deswegen, wenn es um Thema Strandfigur geht, dann hör lieber auf die Leute, die halt eine Strandfigur haben. Das ist ein guter Rat in allen Belangen des Lebens. Okay, das war es erstmal jetzt zu dieser Frage. Also wie gesagt, grundsätzlich spricht nichts dagegen, auch 2 Stunden vor dem Training noch was zu essen. Ja, natürlich nicht zu viel, aber ein kleiner proteinreicher und oder kohlenhydratreicher Snack ist auf jeden Fall überhaupt gar kein Problem meiner Meinung nach. Und grundsätzlich musst du das einfach für dich selbst testen und dann hast du die beste Lösung. Wie machst du denn das Ganze? Also der jetzt das Video schaut, was isst du vorm Training und wie viel und welche Erfahrung hast du damit? Und mein Indikator ist einfach immer, habe ich genug Energie fürs Training? Ja? Und ich habe beispielsweise auch sehr gute Energie fürs Training, wenn ich gar nichts esse vor dem Training. Ja, ich kann trotzdem Vollgas geben, weil ich einfach am Abend vorher alles reingeladen habe, was ich brauche. Ja? Ja, so viel erstmal zu dieser Freitagsfrage der Woche. Check auf jeden Fall mal unsere Facebook-Seite, wenn du auch eine Frage hast. Check auf jeden Fall unseren Coaching-Club für Männer und für Frauen. Verlinke ich dir im Video, wo ich wirklich mein ganzes Wissen zum Thema Abnehmen, Fettverbrennung in ein ganzes Jahr Coaching gesteckt habe. Mit vielen Experteninterviews, mit vielen Rezepten, mit vielen Dingen, die Psychologie betreffen, wie man halt Heißhunger vermeidet und so weiter und so fort. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kolja Barkon und ciao.